Guten Tag, hier ist die Tagesschau in 100 Sekunden. Arbeitgeber kritisieren Gewerkschaften vor bundesweiten Warnstreiks. Wer so handele, handele unverhältnismäßig und gefährde die Akzeptanz für das Streikrecht, sagte der Hauptgeschäftsführer der Bundesvereinigung der deutschen Arbeitgeberverbände Kampeter, der deutschen Presseagentur. Mit den Warnstreiks wollen die Gewerkschaften Verdi und EVG am Montag weite Teile des öffentlichen Verkehrs lahmlegen. Noch keine Einigung beim Verbrennerstreit in Brüssel. Man habe sich aber eng mit der EU-Kommission beraten und ihr nach sorgfältiger Prüfung einen konstruktiven Vorschlag übermittelt, sagte Bundesverkehrsminister Wissing. Dieser orientiere sich am Vorschlag der Kommission, auch nach 2035 noch ausschließlich mit E-Fuels betriebene Neuwagen zuzulassen. Beratungen über EU-Asylreform. Bundesinnenministerin Faeser hat sich in Berlin mit Amtskolleginnen und Kollegen aus 5 weiteren EU-Ländern getroffen. Danach sagte sie, bis Sommer müsse es eine Einigung über eine bessere Registrierung und Verteilung von Asylbewerbern geben. Ansonsten sei die Freizügigkeit im Schengen-Raum in Gefahr. Ärztevertreter und Krankenkassen streiten über Corona-Impfhonorare. Das geht aus Recherchen von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung hervor. Während einige kassenärztliche Vereinigungen offenbar an der bisherigen Vergütung in Höhe von 28 Euro festhalten wollen, bieten Krankenkassen etwa 8 Euro. Die bisherige Vergütungsregelung läuft am 7. April aus. FC Bayern entlässt offenbar Trainer Nagelsmann. Das berichten mehrere Medien. Eine offizielle Bestätigung des Vereins gibt es noch nicht. Nach ARD-Informationen soll Thomas Tuchel neuer Bayern-Coach werden. Tuchel hatte zuletzt den FC Chelsea trainiert. Das Wetter. Morgen Sonne, dichte Wolken, Regen und Graupelschauer sowie Gewitter. Dazu sehr windig. Bei Schauern sind Sturmböen bis hin zu schweren Sturmböen dabei. 8 bis 15 Grad.